Servus und hallo, ich bin's mal wieder, euer Heiko, und heute möchte ich euch mal ein paar Handschuhe aus dem Hause Chiba vorstellen. Passend zur kalten Jahreszeit, also Herbst und Winter, habe ich hier drei verschiedene Modelle. Einmal zwei Übergangsmodelle und einmal dann hier diesen Winterhandschuh. Und mit dem würde ich sagen, fangen wir jetzt gleich mal an. Hier handelt es sich um das Modell Cityliner, der also speziell für tiefe Temperaturen gedacht ist. Das Obermaterial besteht aus wind- und wasserfestem Material, ist aber gleichzeitig noch atmungsaktiv. Bei der Innenhand haben wir hier eine Materialverbindung, das nennt sich Digital Carbon Fiber und ist also sehr haftend, also am Lenker zum Beispiel, dass man nicht abrutscht. Gleichzeitig aber, wenn ich hier mal kurz reinschlüpfe, sieht man das, sehr elastisch. Also das ist überhaupt nicht, dass man sagt, das ist jetzt streng, sondern das geht einfach ganz einfach zu bewegen und fühlt sich auch direkt haptisch sehr gut an. Das Innenfutter besteht aus extra warmen Primaloft-Materialien. Das ist also sehr angenehm zu tragen. Das ist hier butterweich, also wie Seide fühlt sich das an. Und ja, angenehme Tragekomfort, angenehmes Gefühl auf der Haut. Und hält also die Wärme dann auch fest im Inneren. Aber der Handschuh hat auch noch ein paar nützliche Features, die den Alltag erleichtern. Wir haben hier zum Beispiel diesen Touchfinger, der also mit einem besonderen Material, ähnlich wie Haut, ausgestattet ist, damit man eben am Handy oder am Tablet oder auf dem Computer auch, auf dem Tacho-Computer mit Touch-Display da ganz normal seine Elektrogeräte bedienen kann. Auf der Oberhand hat er dann hier noch ein reflektierendes Logo, das also bei Nacht auch sehr gut sichtbar ist. Es wirkt zwar jetzt ein bisschen klein, aber es ist wirklich ein heller Punkt, wenn da Licht drauf fällt, also ein kleiner Sicherheitsschutz auf jeden Fall. Um den Handschuh einfach anziehen zu können, hat der Cityliner hier hinten auch noch eine Anziehhilfe. Also ich kann hier einfach den an dieser Schlaufe hier nehmen und dann ganz einfach und praktisch in den Handschuh reinschlüpfen. Der Handschuh ist in den Größen XS bis 3xL erhältlich und gibt es in den Farben Schwarz, Gelb und Grün. Preis 40 Euro. Dann habe ich hier noch den etwas robusteren Second Skin Handschuh. Den gibt es in drei Varianten. Ich habe hier den normalen Second Skin, den gibt es dann auch noch in Light. Man merkt schon direkt an der Haptik, dass der also sehr robust ist und also schon auch für den harten Einsatz gedacht und geeignet ist. Das merkt man hier schon am Obermaterial. Das ist also 100% wasserdicht, winddicht und trotzdem atmungsaktiv. Das ist also auch nicht so fest, also man hat immer noch ein gutes Gefühl, wenn man die Hände oder die Finger zusammen zu einer Faust ballt. Also ist man trotz der Robustheit von der Bewegung her nicht eingeschränkt. Die Innenhand ist aus dem gleichen Material wie beim Cityliner, also aus Digital Carbon Fiber. Der Unterschied ist, dass wir hier nochmal eine ergonomisch geformte Polsterung in der Innenhand haben und an den Fingerballen, was dann vor etwaigen Vibrationen schützt. Vom Sicherheitsaspekt her haben wir hier an der Oberhand nochmal reflektierende Applikationen am Zeigefinger und am Mittelfinger und zusätzlich hier nochmal quer über den Handrücken drüber. Auch hier haben wir zum besseren Tragekomfort vorgeformte Finger, die also in der Neigung schon etwas vom Schnitt her angepasst sind. Erwähnenswert ist, dass wir hier auch noch einen Pulswärmer haben. Also das ist hier in diesem Bereich aus Neoprenmaterial gefertigt, was also auch zusätzlich nochmal vor vorzeitigem Auskühlen schützt. Der Handschuh ist auch erhältlich von 3xS bis 3xL und kostet 45 Euro. Farblich erhältlich in Gelb, Rot und Schwarz. Als letzten Handschuh haben wir hier dann noch den BioXcel Light Winter. Das ist also ein Handschuh für eher mildere Temperaturen, aber der ist mit einer besonderen Technologie ausgestattet, also für Leute, die vermehrt Probleme haben mit einschlafenden Händen. Und zwar geht es darum, einschlafende Hände kommen meist davon, dass der Ulnarnerv, also von der Blutversorgung her abgedrückt wird.
Durch diese spezielle Anordnung und Form der Polsterung wird also der Ulnarnerv vor Druck geschützt. Dadurch wird der Blutfluss nicht gestört und der Druck auf die Handwurzel zusätzlich reduziert. Natürlich hat auch dieser Handschuh wieder reflektierende Streifen an der Oberhand und eine Anziehhilfe, die hier in diesem Bereich im Handballen angenäht ist. Ja, das war mein kleiner Auszug aus dem Winterhandschuhprogramm von Chiba. Mit diesen drei Handschuhen, die habe ich jetzt speziell ausgesucht, weil wir hier also eigentlich für jede Temperatur, Herbst, Winter, was parat haben. Also hier beginnend mit dem BioXTEL Light Winter. Wie gesagt, von Temperaturen würde ich den jetzt empfehlen 5 bis 15 Grad. Mit dem Second Skin haben wir hier dann im Bereich von 10 bis 0 Grad, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann halt für ganz kalte Tage im Minusbereich haben wir hier dann noch den Cityliner, der auch gut für den Alltag geeignet ist. Also in diesem Sinne, haut rein! Das war's, bis zum nächsten Mal, euer Heiko, ciao.